Guten Tag zum heutigen Webinar Marktanalyse und Trading Ideen. Mein Name ist Johannes Loh und ich bin Sales Trader bei Ayondo Markets. Und heute werden wir uns ansehen einige Indizes, wie natürlich den DAX und Währungspaare und dann auch noch einige Aktien, wo es interessante Entwicklungen gab. Im zweiten Teil des Webinars wird ein Top-Trader vorgestellt, der auf unserer Handelsplattform aktiv ist. Und das wird jede Woche gemacht und deshalb auch diese Woche. Und damit man sehen kann auch, wie die Trader arbeiten auf unserer Plattform und worauf man da alles achten kann, um hier dann sich ein Bild zu machen, welche Trader man auswählen kann. Bevor es soweit ist, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass alles, was heute besprochen wird, keine direkte Aufforderung zum Handel ist oder einem Top-Trader zu folgen, sondern lediglich zur Information dient. Und falls man eine Entscheidung trifft, so liegt diese Entscheidung bei einem selbst. Wenn wir uns hier gleich den DAX ansehen, dann sehen wir eine interessante Entwicklung, und zwar der Tiefpunkt vom Anfang des Jahres wurde hier hinter sich gelassen und am gestrigen Tage, wie wir hier sehen können, wurde hier ein neuer Jahreshöchststand erreicht. Und somit wurde natürlich das Jahrestief hinter sich gelassen. Und durch diesen neuen Jahreshöchststand gibt es natürlich eine bullische Entwicklung in diesem Jahr für den DAX. Und das sollte sich natürlich im besten Fall auch gleich so fortsetzen. Wenn wir uns hier wieder zum Stundenchart zurückbewegen, sehen wir, was hier in den letzten Tagen geschehen ist. Und ja, in den letzten Stunden gibt es hier wieder etwas eine Abwärtsbewegung. Aber generell natürlich war das natürlich ein positives Signal mit dem neuen Jahreshöchstwert. Und das kann sich natürlich hoffentlich so weiter fortsetzen. Und wenn wir uns hier einige Linien ansehen, die hier markant sind, dann können wir hier sehen, dass dass hier ein möglicher Unterstützungspunkt erreicht wurde. Also hier diese Zone unter der 11.500 circa. Und falls diese Zone hier unterschritten oder überschritten wird, ist das wieder ein Anzeichen davon, dass es hier ein wichtiger Preisbereich ist für den DAX. Und hier sieht man, dass aktuell hier sich dieser Kurs hier befindet in dieser Zone. Und im günstigsten Falle kann sich das natürlich wieder umdrehen und einen zum Jahreshöchstwert wieder hin, um sich hier dann nach oben weiterhin zu orientieren. Wenn wir uns einen anderen auch mal einen anderen Index ansehen. Das ist hier der Wall Street Rolling. Und dieser entwickelt sich so ähnlich wie der DAX. Und zwar auch etwas eine Seitwärtsbewegung seit einigen Tagen. Aber generell ist jetzt hier das jetzt nicht mit einem Abwärtstrend, sondern sogar eher mit Potenzial nach oben. Und wir wissen ja, dass es einige Verhandlungen gibt zwischen den USA und China und das wird dann ein positives Signal für den Handel sein und somit dann hoffentlich auch für die Indizes. Wenn wir uns zu den Aktien und den Währungen uns mal widmen, so sehen wir, dass der Euro-US-Dollar seit einiger Zeit
doch etwas geschwächelt hat, also wenn wir vom Euro sprechen, etwas geschwächelt hat. Hier war unter 1,12, also bei 1,12,5, also unter der 1,13 sogar. Und wenn wir sogar noch weiter raus zoomen, da sehen wir, dass es seit Februar hier ein Tief gegeben hat, Mitte Februar, das dann aber wieder etwas abgefangen werden konnte durch den Euro. Und der Euro nun wieder knapp unter 1,14. Und das wird heute interessant werden, ob hier diese 1,14 hier noch erreicht und überschritten werden kann. Und das hatten wir hier am gestrigen Tage schon mal kurz angedeutet, und das werden wir heute im Verlauf des Handelstages noch weiterhin sehen. British Pfund, US-Dollar hat in den letzten Wochen positive Signale erhalten können, und zwar vor allem auch natürlich die Brexit-Verhandlungen, die natürlich im fortgeschrittenen Stadium sind und die natürlich mit Ende März dann, wo es dann einen wichtigen Stichtag gibt, wo wir dann auch sehen werden, in welche Richtung es gehen wird. Aktuell sieht es dann so aus, dass entweder es eine Verschiebung des Termins gibt oder sogar eine Unterstützung für ein zweites Referendum. Die Oppositionspartei, die Labour-Partei, hat ja das angekündigt. Sie würde ein zweites Referendum unterstützen. Und das wird in den nächsten Tagen dann auch geklärt werden, ob es denn sowas gibt. Und generell ist das ein positives Signal, dass es dann noch Hoffnung gibt, dass dieser Austritt aus der EU vielleicht doch noch abgewendet werden kann. Soweit zu den Währungen. Bei den Aktien hat sich natürlich auch einiges getan. Und zwar, wie wir hier sehen, Kraft Heinz und Co. hier mit markantem Abstieg. Und zwar gab es da schlechte Zahlen. Und deshalb, ja, deswegen ist der Kurs natürlich sehr stark abgefallen. Im Vergleich dazu die Bayer, die konnte sich sehr gut mit sehr guten Zahlen veröffentlichen, und vor allem konnten die Umsätze gesteigert werden, und das war ein positives Signal, und dadurch gab es hier einen Sprung nach oben in der Aktie. Anders hingegen bei Beiersdorf, und zwar konnten hier die Entwicklungen für das nächste Jahr waren natürlich nicht sehr aussichtsreich, und auch im vergangenen Jahr wurden die Umsätze und die Gewinne nicht so gesteigert, wie es erwartet wurde. Und es sind sogar noch weitere Investitionen geplant im nächsten Jahr. Somit sind das ja keine sehr guten Aussichten für die Beiersdorf, und somit wurde dieser Aktienkurs hier nach unten gehandelt. Wenn wir zu den Rohstoffen kommen, da sehen wir hier den Goldkurs, und dieser konnte sich etwas stabilisieren, oder sagen wir mal, den Höhenflug etwas unterbrechen, oder musste, sagen wir so, den Höhenflug unterbrechen, und sind ich hier jetzt bei 1,326 momentan, also nicht ganz die 3,50 erreicht, aber jetzt auch nicht jetzt sich der Null annähernd, sondern eher stetig hier in diesem Bereich bei der 13,2. Und ja, Brent, das ist das Öl, der Ölpreis, der am Montag wurde er wieder über den Ölpreis auch spekuliert, und vor allem vom amerikanischen Präsidenten. Und das gab dem Ölpreis einen Schub nach unten, sodass hier dieser Preis nachgelassen hat.
Wir werden noch weiterhin sehen, ob die OPEC plus Russland, ob die weiterhin an der Produktionskürzung festhalten, um das Angebot weiterhin etwas niedriger zu halten, um die Preise weiterhin oben halten zu können. Gibt es denn Fragen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen? Also, wenn es denn keine Fragen gibt, dann kommt hier gleich zum nächsten Punkt, dem Top-Trader, der auf unserer Plattform aktiv ist. Und zwar ist das diese Woche der Trader Daurex. Und wie wir sehen, ist hier dieser Trader ein Real Money Trader, was hier mit diesem R ausgewiesen wird, und mit diesem Sternsymbol heißt es, er gehört zu den beliebtesten Top-Tradern. Diese fünf Fahnen heißen, dass er die höchste Karrierestufe erreicht hat. Das Vergütungsmodell ist auf Volumen basiert und der Trader-Risk-Score sehr niedrig mit 1. Wir haben ja den Risk-Score 1 bis 10. Und dieser Trader hier ist mit dem niedrigsten Wert versehen, mit der 1. Und wichtig natürlich die Performance am Beginn. Wenn man ihm vom ersten Tag gefolgt wäre, dann hätte man eben so die 45,11% erreicht. Und hier der maximale Drawdown ist hier bei knapp 19%. Und zum Drawdown gibt es ja eine wichtige Kennzahl, das sind die 25%. Da geht es um die offenen Verluste. Und falls ein Trader 25% offene Verluste am Laufen hat und diese überschreitet, so also wird er in der Karrierestufe zurückgestuft auf die erste Karrierestufe und kann dann nicht mehr aufsteigen. Also das ist dann schon eine wichtige Zahl, dass die Trader wirklich auch darauf achten, dass die 25% offenen Verluste nicht überschritten werden. Und dieser Trader, wie gesagt, wie wir hier sehen, mit knapp 19%. Die Performance, die monatliche Performance, können wir beobachten hier, und zwar generell ein recht grünes Feld mit einigen roten Flecken hier, aber generell die Gesamtperformance natürlich positiv. Im ersten Jahr mit 4%, dann 11%, dann knapp 17% und in diesem Jahr mit 6,82%, also 5% plus im Januar und jetzt im laufenden Februar nochmal mit 1,67%. In der Kapitalverteilung sehen wir, dass er 100% den Wall Street handelt, also 100% Dow Jones. Und das ist natürlich eine Spezialisierung, das heißt, dass dieser Trader ausschließlich eben mit dem Wall Street, mit dem Dow Street, Dow Jones handelt. Und sich natürlich auf diesen Index sich konzentrieren kann. Und in den offenen Positionen hier sehen wir vier Einträge. Das heißt, dass jetzt, ja, das sind jetzt nicht so viele Einträge, dass er hier sehr viele offene Positionen mitschleppen würde. Da sehen wir hier vier Positionen gerade im Moment geöffnet. In der Transaktionshistorie ergibt sich auch eine interessante Besonderheit, nämlich dieses Symbol hier heißt, dass hier long gehandelt wird. Und wie wir hier sehen, sind das ausschließlich Long Trades bei diesem Wall Street Index. Und er ist also ein sehr bullischer Trader und geht hier einher natürlich mit der Grundidee eines Aktienwertes, dass der natürlich steigen soll im besten Falle, und dass man ihm im
im besten Falle natürlich in eine Verlustphase hineinkauft, um dann mit Gewinn abzuschließen. Und das scheint er hier sehr gut zu beherrschen. Hier alles mit Take Profit. Also hier zum großen Teil mit Take Profit abgeschlossen. Etwas Finanzierungskosten fallen hier auch an. Und natürlich auch Dividenden. Also wenn wir hier sehen, dass hier 35 mal die Finanzierungskosten angefallen sind und da auch einige Dividenden dazu gekommen sind, errechnet sich hier dann der Nettogewinn heraus. Und hier hat man, wie gesagt, den Überblick über die Kosten. Also ein sehr einheitliches Bild, wie wir hier sehen können. Also alles Long-Positionen im Wall Street Index, alle mit Take-Profit geschlossen. Auch hier alles Long-Positionen, alle mit Take-Profit geschlossen. Und wenn wir hier die Seiten etwas zurückgehen, sehen wir hier eine Position mal im Verlust mit Take-Profit geschlossen. Und das kann es auch geben, nämlich so, dass man den Take Profit mitzieht und wenn sich eine Position lange im Verlust befunden hat, kann man den Take Profit auch in den Verlust ziehen, so dass, wenn dieser erreicht wurde, dass die Position auf jeden Fall geschlossen ist. Und hier auch im umgekehrten Fall können wir hier sehen, dass einige Positionen hier im Stop-Loss geschlossen werden und zwar im Gewinn mit Profit geschlossen werden. Und das bedeutet, dass man eben auch im umgekehrten Falle, wenn sich eine Position im Gewinn befindet, den Stop-Loss auch mitziehen kann. Und wenn dann der Kurs sich etwas korrigiert und in den Stop-Loss reinläuft, hat man ihn im den Stop-Loss im Gewinn gezogen und kann diesen Gewinn hier schön mitnehmen. Und auch hier sehen wir hier, dass eben der Stop-Loss immer mitgezogen wurde. Also sehr einheitlich dieser Trader, handelt immer den gleichen Index und beobachtet diesen dann auch sehr eingiebig und kann hier auch mit der einheitlichen Handelsstrategie hier aufwarten. Und auch die Gesamtperformance ist sehr positiv, auch der Drawdown nicht zu hoch und die gesamte monatliche Performance auch positiv. Und auch was ja aktuell auch noch an Verhandlungen läuft zwischen den USA und China, lässt ja natürlich auch positiv auf einen positiven Ausblick schließen, dass nämlich hier wirklich tatsächlich auch eine Einigung erzielt wird und der Handel wieder aufgenommen werden kann und somit sich die wirtschaftliche Tätigkeit wiederbelebt wird. Und das ist natürlich ein Wachstumszeichen dann natürlich und davon würde auf jeden Fall der Wall Street Index sehr stark profitieren und dieser Trader könnte dann natürlich mit dieser Strategie natürlich auch sehr erfolgreich sein. Gibt es denn zu diesem Trader noch Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen? Also, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich natürlich hier zum Abschluss kommen. Und zwar können Sie uns gerne im Anschluss auch noch kontaktieren. Und zwar telefonisch also für Social Trading Anfragen unter der 069 5 mal die 9 4150. Natürlich auch für die CFD Trading Anfragen unter der 069 9675 9007. Oder dann natürlich auch per E-Mail unter der Service
ionda.com. Da sind wir sehr gerne für Sie erreichbar. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine interessante Tradingwoche. Auf Wiedersehen.